Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn ich dir dieses hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Ist kostenlos und auf verpasst ihr in Zukunft auch keine Videos mehr. Außerdem bewertet, teilt und kommentiert natürlich auch gerne das Video. Und wenn ihr auch keine Livestreams auf Twitch verpassen wollt, dann lasst auch gerne dort ein Follow da. Ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an. Und heute haben wir die Zauberer-Skins wieder zurück. Und zwar einmal den Castor hier mit der Feuer- und Eiswasser-Variante. Die Eiswasser-Variante ist ja jetzt, glaube ich, auch noch relativ neu. Irgendwie erst seit 14 Tagen Fortnite ist, glaube ich, reingekommen. Am Anfang hatte der Skin tatsächlich ja nur die Standard-Variante. Finde ich ganz cool, dass da noch ein paar hinzugefügt wurden. Selbes bei der weiblichen Variante, dem Elmira-Skin. Auch die gleichen Varianten. Backpack ebenfalls. Nur hier die Zauberermacht. Spitzhacke hat nur eine Feuervariante und noch keine Eiswasservariante. Vielleicht wird die noch hinzugefügt, muss man dann aber mal schauen. Dann haben wir noch den magischen Schwinggleiter. Als nächstes haben wir dann hier den Schlachtenstäbchen-Skin. Einmal in der Standardvariante, dann ohne Gesichtsbemalung und noch mit Helm. Und das Backpack ist auch reaktiv, ich glaube, oder ich würde zumindest so deuten, dass wenn man unter Wasser ist, dass sie wahrscheinlich dann anfangen zu singen und dann eben halt auch so animiert sind, wie es dort auf dem kleinen Bild ist. Finde ich, klingt am logischsten, da das ja auch Korallen sind und leben normalerweise unter Wasser. Dann haben wir hier die Blasen-Camo-Lackierung. Als nächstes haben wir dann noch den Moxie-Skin mit der dunklen Variante auch noch dazu. Und dazu bekommt er die schlagfertige Axt. Und den die Lackierung Abkühlung. Dann haben wir noch den Nachti-Nacht-Skin mit den beiden Varianten hier. Und als nächstes haben wir dann den die Sturmtrooperin. Dann auf großem Fuße. Als nächstes haben wir noch den Flugkarpfen. Dann haben wir den Oldschool-Emote. Ich glaube, der war auch erst einmal in Season 9 im Shop. Also ich kann mich nicht erinnern, dass er dazwischen nochmal drin war. Oder wenn, dann war er wirklich nur sehr selten drin. Vielleicht einmal zwischendurch. Ist aber auf jeden Fall ein cooler Emote. Und der Name noch, setz dich doch als Emote. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.